bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie du kommentiert hast. Hm. Wahrscheinlich hier das meiste. Oh Gott, nein, was macht der denn jetzt? Nee, oder so? Das dann schon nicht. Ich habe auf jeden Fall geklärt, was die Fähigkeiten von Psaltins sind. Besten Element genommen in der Organisation 13, dass er auch eines der Gründungsmitglieder war. Ah ja, okay. Auf jeden Fall dürfte man das Plöpp von Discord gehört haben, als ich mich gemutet habe. Hm. Dementsprechend, ich habe absolut keine Ahnung, was er gesagt hat. Also ich habe auf jeden Fall keine Beleidigung rausgelassen. How come you're after somebody from Organization 13? What is that? The guy in black. One of the bad guys. I knew it. There's a rumor in the Imperial City about a spy in black, lurking in the mountains. I'd been up here tracking him, but when you arrived, I lost him. Oh. Sorry. Don't apologize, but I do wonder where he went. Noch schon wieder? Na natürlich. Auch nicht. Donald! Genau meine Gedanken. Okay, first things first. Doch, aber die Herzen sind nicht die einzige, der in den Kampf joinen will. Quit sneaking around! Besiege den mysteriösen Unbekannten. Und er hat eine sehr merkwürdige Waffe. Ja. Könnte das? Nein. Nein. Ich bezweifle es, dass es ist. Wow, ich habe ihm gerade seine dunkle Kugel zurückgeschleudert. Ach, aber man kann ihn nicht in die Luft schleudern. Aber. Ihr seht ja, wie fett der ist. Hm. Ach, scheiße, wenn er mir jetzt den Final Move nicht versaut hätte, hätte ich ihn vielleicht kriegen können. Auf jeden Fall greifen die Herzlosen ihn auch an. Hm. Ach, okay. Klappt nicht mal mit dem Dingenzangriff. Er ist auf jeden Fall ein sehr schweigsamer Kamerad. Hm. Sag nicht viel. So. Aber man muss ihn nicht besiegen, einfach nur bis zu einem bestimmten Bereich hauen. That guy. No. Why would he? Riku? Are you okay, Sora? Did you get him? Hmm. No. He's gone. What? You lost him? Anyway, what now? Well, I think that we better get rid of all the Heartless first. What was that? Come on, we better get off the mountain. Okay. Dass ich es Mulan immer zweimal sagen muss, ich will dich nicht im Team. Ich werde Zwielichtsplitter ist neu. Und sonst das übliche Verdächtige. Sticker und so. Oh oh. Das
ist ein böser großer Vogel. Vorausgesetzt, dass es überhaupt ein Vogel ist. It's heading for the city. Sieht mehr nach einem Drache aus, hast du recht. Und es will anscheinend die Kaiserstadt angreifen. Da ist eine Truhe. Kaiser scheint auch gelassen zu sein. Aha. Er ist dann sein Leben mitbetrogen und sagt, oh, mir ist doch egal. Oder die haben gerade einen Wettstark-Contest. Wer startet am längsten? Was auch immer sie genau haben. Ich will es lieber nicht wissen. Ernste Probleme haben die, das haben sie. So, jetzt haben wir auch eine neue Art von Schatten. Nehmen wir die Schattenschalke. Die Weiterentwicklung von Schattenleuch. So. An das Sticker-Teil da hinten kommen wir wahrscheinlich noch nicht dran. Denke nicht. Ach, und die Herzlosen nehme ich einfach mal so mit, weil ein bisschen Expert-Materialien können nicht schaden. Ja, vor allem, es sind nur noch 900 Punkte und sie bringen massig an XP gerade. Ja. Und du lässt dich gerade ganz schön verprügeln. Ja, weil ich das mit den Kombos nicht so gut hinkriege, wenn es mehr als 5, also mehr als 3 sind. Nee, das... Weil vielleicht mit dem Doppelsprung von der Kiste aus dorthin. Das könnte vielleicht klappen mit einem Schwertschlag dann noch. Wow! Ehrlich, dieser Windangriff, der geht mir so auf den Senkel. Angriffskraft plus, sehr gut. Oh, jetzt werden sie schneller tot. Wolltest du doch nicht versuchen? Ich geh dann mit dem Pfad drüber. Okay. Mittlerweile brauchen wir schon knapp 18.000 EXP. Mit der Milli mehr und mehr. So. Oh, da. Ein bisschen aufräumen. Mhm. Also bei Luftkomp ist mir egal, wenn es mehr als 3 sind. Die spammen mich ja regelrecht immer durch. Da hat noch einer überlebt, okay. Jetzt nicht mehr. Mulan-Angriffskraft plus. Dieser Pokémon interessiert nicht so sehr. Ja. So, Doppelsprung und vielleicht Schwertschlag. Ja, wunderbar. Doch so. Hat doch funktioniert. Edge. Teil. Oh Gott. Hui. An diesen Viechern habe ich die Weißenform trainiert. Ich bin dann immer vom Waldplatz aus mit der Weißenform die ganze Strecke bis zu dem Speicherpunkt im Dorf hochgerannt. Das hat für mich am effektivsten funktioniert. Gut, dann stirbt halt. So. Es wäre, ich hätte schon versucht drauf zu hauen. Anstatt Blitz zu machen. Das hätte ein bisschen schneller. Ach, das ist eine Herzlose hier. Der hat sich jetzt hier irgendwo versteckt. Das sind normale. Kann es nicht auch sein, dass der irgendwann verschwindet? Ja, ich muss ihn anders. Ach, da ist er. So. Kann man einfach einen Preis gewinnen.
holen. Und was ich bekommen habe, habe ich es leider nicht gesehen. Ja, dann drück. Du hast anscheinend gar nichts bekommen, weil du rausgerannt bist. Ja, aber das nur, weil die blöde Lade-Dingens genau dort stand und das Item war. Ich wäre einfach stehen geblieben. Oder hätte den Gegner angegriffen, weil dadurch verlässt man nämlich die Zone nicht. Egal. Was ist jetzt passiert? Kann man jetzt nicht zurück enden. Ja, schade um Ultima, also. Ja, Hakuna Matata, sag ich da nur. Ja. Die können aber auch ziemlich nerven. Die erinnern mich ein bisschen an diese komischen Gegner aus Metroid, die von der Decke einfach runterkommen. Mhm. Den kann man ja auch nur relativ schwer ausweichen. Okay. In den 2D-Spielen, wohlgemerkt. So, die Fledermausviecher oder so, als der hier. Es ist noch nichts passiert. Sieh an. Ach, die drei schon wieder. Wen haben wir denn da? Sind wir einfach nicht entkommen? Ganz im Gegenteil. Wir sind bloß froh, dass keiner von euch eine schwarze Kutte trägt. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er ist im Palast. Oh, natürlich kommt die schon wieder auf die Nerven. Viel Spaß! Ja. Jetzt darfst du auch endlich mal gegen die antreten, nicht nur ich. Na gut, ich bin mal kurz AFK. Okay. Aua. Gott. Gott, die schlimmste Kombi, die sie nehmen konnten. Ah ja, stimmt, ich habe keine Magie. Ehrlich, weißt du was? Nehmen wir einfach doch Form. Kommst du jetzt her? Zur Not tut's halt die Form auch. Zum Palast! Schnell! Ah, auf einem Palast ist auch ein Warp-Punkt. Open up! Over here! Beziehungsweise Speicherpunkt. Fragt mich nicht, wie die da hochkommen. Du hast hier keine Griffkanten. Ein normaler Mensch kommt da so nicht hoch. Wer haben ihn denn hier?
Riku? Tut mir leid, falsch. Never heard of him. Das ist jetzt ein echtes Mitglied der Organisation 13. Da doch seine typischen Niemande. Nämlich die Schützen. Gut, dass wir doch die Form haben. Ach ja, und für den kann man auch Warp-Con benutzen, wenn da die Kugel mal so in der Luft stehen. Ach du, so, da bin ich wieder. Ab! Und noch eine. So, Warp-Konter, Warp-Konter, Warp-Konter. Bitteschön. Du hast gerade ordentlich zu kämpfen, wa? Mm. Ja, ist leider die Heldenform draufgegangen, aber scheiß drauf. Es war wohl doch nicht Riku. Keine Ahnung, wer das wieder sagt. Irgendjemand. Mach weiter damit. Tut mir leid, Sora. Ja, es war wirklich. Ich kann nicht bleiben. Ich mach besorgt meinen Schein. Verstehe, bei mir und. Immer dieser Schrank, dass man sich immer Sorgen um den machen muss. Mhm. Eure Majestät, Schrank, etwas Furchtbares ist passiert. Wir haben ein riesiges Monster aus den Bergen heraus auf die Stadt zu fliegen sehen. Ah, es ist also so, wie der junge Mann sagte. Nicht wahr, Hauptmann? Ja, Eure Majestät. Ein junger Fremder stattete uns vor nicht allzu langer Zeit einen Besuch ab. Der Hauptmann kämpfte mit dem Fremden, wurde jedoch überraschend schnell besiegt. Ich fühle mich entehrt. Es scheint, dieser junge Mann war die Gestalt in Schwarz, über die mir berichtet wurde. Hat er sich vielleicht als Rico vorgestellt? Er nannte seinen Namen nicht, er war ziemlich schroff. Schroff? Dann war es bestimmt Riku. Riku ist eine Organisation. Und ein Retter. Aber was wollte er hier? Ich seh draußen nach. Mulan. Shang, beschütze den Kaiser. Kommt zurecht! Wir sind eine starke Truppe! Von den vier kämpfen aber nur drei. Aber sicher! Verwahr, dem ist so. Solange ihr uns beschützt, müsst uns keine Sorgen machen. Beeilt euch! Ruhig, genau, beeil euch und hol die Schatztruhen! Hol die Schatztruhen, verdammt nochmal! Ja, ich hol sie schon! Mit die Karte vom Palast. Dann haben wir Sora nicht hochspringen. Unbeliebtes Vitamin. Das Ogerschild für Goofy. Aber das wird uns wohl jetzt nichts nützen. Wir haben ja schon eine bessere Waffe. Aber ansehen können sie trotzdem. Die Königin. Königin-Formel. Noch ein Abilitamin. Oh, wie viele Truhen in dem Raum sind. Ja. Verdammt nochmal. Vierte verlorene Seite. Ach, und die zwei, die kann man leicht übersehen, weil die hinter dem Thron sind. Ja, deshalb sagte ich ja, wie viel. Und wir haben ein erstes Orikalkum. Jo. Und Chats haben wir auch schon alle. Oh Gott. So, aber jetzt mal. Noch einmal. Aber die Familien. Dingens. Nämlich das Ogerschild. Er hat zwar nur einen Angriffswert von 5, aber er hat dafür den Effekt Defender-Schild. Aber jetzt, bevor die Zuschauer wieder schreien, was ein Abilitamin! Wir wissen noch gar nicht, ob sie schon geschrien haben, weil noch kein Part online ist. Ich kann aber die Zukunft voraussehen. Und das bedeutet, können wir können jetzt dann gleich dann auch Winnie Pooh besuchen. Es fehlt uns noch nach einer einzigen Seite.
Dann haben wir ja die nächste Welt. Und wer hat dann die Ehre? Oder beziehungsweise wer hatte die Ehre? Ich war drin, also ist es meine. Okay. So. Ja, so, dann hätten wir alles. Weil, Winnie Poohs Welt gehört ja eigentlich auch zu Radiant Garden. Schrägstrich Hollow Bastion. Da wär's doch fast mit Space Paranoid vergleichbar. Ah, egal. Na, ich seh jetzt hier gerade kein Mogri. Winnie Pooh ist halt nicht so eine Welt im Standard, wo man kämpft. Mhm. Dementsprechend, ich zähl's jetzt einfach mal nicht als normale Welt. Okay. Ach doch, hier. So, und für den nächsten Gegner ist es auf jeden Fall wichtig, wenn ihr jetzt so viel Blitzresistenz mitnehmt, wie ihr nur könnt. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz auf das Ritter und ich nehme dafür den Gaia-Gurt noch mit. Damit schon mal eine Blitzgasspange. Stimmt, das geht auch. Nee, das ist auch 48. Was ist. Nee, das ist egal, ist beides 48. Nehmen wir mal den Gaia-Gurt. Weil der Gegner, der jetzt dann kommt, der benutzt gerne Blitzzauber und vor allem seine Angriffe sind eher dem Element Blitz zuzuordnen. Und ansonsten können wir es so lassen, wie es ist. Nochmal einmal speichern und dann wollen wir uns dann mal den Kampf stellen. Schlüsselschwert, das können wir mal so lassen. Mhm. Und vor allem für den Gegner da seid ihr meistens eher in der Luft, dass es in den Boden kommt. Das ist jetzt eher weniger wirkungsvoll. Aber wir lassen jetzt trotzdem mal drin. Weil so schwer ist der jetzt auch wieder nicht. Der ist sozusagen im Vergleich zu Xaltin harmlos. Hallo. Aber genauso tödlich. Wenn du dich konzentrieren willst, dann kannst du es ja wie ich machen, das Headset muten. Also für den eher weniger, dann für die abwesenden Silhouetten. Der ist nicht so gefährlich. Oder hat der für die recht gefährlichen? Ich kann es ja besser einschätzen. Also ich werde das auf jeden Fall definitiv für Sephiroth wieder machen. So, gleich festhalten. Der macht dann einen Salto. Und die einzigen angriffbaren Stellen sind nämlich die Hörner. Es gibt noch zwei weitere Angriffstellen, aber die sind nicht zur Hauptenergie von ihm. Das erinnert mich ein bisschen an Behemoth. Ja. Beispiel könnte auch sein. Mit den Wirbelstürmen kommt er auch wieder hoch auf den Rücken. Hm. Alternative kann man noch, wenn man gut getimt ist, den Blitzzauber mit Reflex im zurückschleudern, wenn man dann den Kopf angreift. Aber ich lasse das jetzt sein, weil das Timing ist bei mir doch nicht so extrem gut. Ich hätte vielleicht festhalten sollen. Ach, egal. Uiuiui. So, ich bin noch unten. Damit ich die Grätsche hätte benutzen können. Ach Gott. Ich bin auch so oben. Weil wenn ihr so angreift, könnt ihr die Grätsche benutzen. Und eigentlich mal kurz. Und festhalten. Spielen wir wieder nicht. Okay, und wenn er da ist, schafft jetzt zwei Barrieren, um uns eben dort festzuhalten im Bereich. Aber bleibt so etwa hier stehen, dann trifft er euch meistens nicht. Ihr könnt also nur von den Blitzen, die von der Seite her kommen, ein bisschen penetriert werden, aber die machen ja so gut wie gar keinen Schaden mehr. Und das kann er auch, das ist einfach so ein Feuerregen. Hast du ihn gerade durch den Körper geschossen? Anscheinend, ja. Es hätte eigentlich ein One-Hit sein müssen, weil der müsste jetzt ein dickes, fettes Loch im Körper haben. So Son Goku Piccolo-like. Oh Mann, du bist doch eine fiese Möb.
Okay, ja, jetzt kann ich es nochmal demonstrieren. Wenn er zukommt, grätschen, Vertigo-Wurf und Eis am Boden. Zerstört so, und Helmform. Natürlich kommt jetzt wieder die Schattenform, wenn ich richtig zuschlagen will. Ich hatte die, als ich die Form trainiert hatte, dreimal hintereinander. Okay. Und aber wenn... um mir die Driver zu sparen, war ich so schlau und habe immer gespeichert und habe den Spielstand neu geladen, sobald das passiert ist. Und wenn sie in der Schattenform fest sind, könnte sie nicht abbrechen. Nee. Jetzt muss ich her. Weglassen, Welt. Ich weiß, wann ich zuschlagen kann, wenn er gerade die Kugel nicht hat. Mach die Form. Aua! Was jetzt nicht zu werden, seit der ausweichen wollte. Wo ist er? Da ist er. Ja, da hätte ich jetzt nochmal den Vertigo-Wurf machen können, aber es geht auch so! Tschüss! Du warst leider im Wirbelsturm drinnen, das ja. Hat ging nicht. Aber Hauptsache, er ist down und jetzt haben wir Blitzra. Das heißt, wir könnten jetzt auch nach Atlantik. Ja. Nein, wir brauchen Blitzka, leider. Okay, gut. Zum Glück! Aber das kriegen wir eigentlich noch vor dem letzten Besuch in Hollow Bastion irgendwo. Ich weiß nicht mehr, welche Welt genau. Eigentlich müssten die beiden jetzt zerquetscht sein. Sind sie aber nicht. Way to go! Once again, you have served China well. It would please me to reward you. What is it that you wish? Geld, Essen. Well, Otter. You say a guy in black came to see you. What did he say? That is all you request? Yes. Dragons have crossed our land and left a great web of paths. These dragons wield much power, and they are the source of many gifts to both man and nature. But it would seem someone of evil intent disturbed one of our dragons and transformed it into what you call a heartless. It is my belief that this young man came to warn me of that danger. Then I could alert and prepare my troops. Did you? I was about to, but he told me the situation had changed. Komm mach hin, Alter. He said three wise guys had arrived, and they would take care of things. That's gotta be real. Dann mach doch jetzt eben Pause. Ja, müssen leider kurz pausieren. Sind dann gleich wieder für sie da. Shareplay-mäßig und so. Und weiter geht's. But what's he doing hanging out with Organization 13? No idea. But at least I finally know he's okay. That's good enough. Yeah, that's good. Now then, Famula, do you have a request? I'd like Shang. The captain. Yes, my dear. What is it? Could the captain have a vacation, please? I hardly expected such humble request. In this case, I'm afraid I must refuse. Captain Li's responsibility is to protect the Emperor. And yet, Mulan. Yes. Would you like to serve alongside him and protect me? What? Two reeds together are stronger than one. But the choice is yours alone. Thank you, Your Excellency.
dass Sora immer wieder rumheulen muss. Ach, irgendwo schneidet jemand Zwiebeln, also. Und so. Und damit ist auch das Land der Drachen beendet. Sehr gut. Seht ihr, der zweite Teil, der geht einfach immer am schnellsten. Wichtiger als Ehre, Trophäe erhalten. So, jetzt kannst du... Okay, was die Chip und Chap zu sagen haben, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, ciao!